dir ein Unrecht, herzlich willkommen zurück zu F1 2020. Jawohl, wir haben mal einiges vor uns. Sponsoring-Erneuerungen. Sponsoren verwalten. Wir hatten jetzt unseren chinesischen, wie ist er denn, Susu? Sudu. Zibonis, fahre die schnellste Runde in einer beliebigen Session. Das war eigentlich immer ganz gut, dass wir das hatten. Den nehmen wir auch wieder. Müssen natürlich wieder am Auto anbringen. Fahrzeug, Firma, Anpassung, Autolackierungen, Sponsorensticker. Und dann nehmen wir Sudo. Das steht halt auch gut aus mit Lupo Industries hinten drauf. Dann nehmen wir das Sudo her. Jawohl, passt. Wundervoll. Wundervoll. Und noch Daniel Ricciardo nächstes im Auto. Genau, da haben wir noch ein paar Updates offen. Die sollten diese Woche noch fertig werden, oder? Vor dem 18. Oktober. Ja, alle drei sollen noch fertig werden. Oh, ich hoffe, das klappt. Genau, und wir hatten gesagt, für die letzten drei Rennen hauen wir nochmal einen neuen Motor raus. Damit wir wirklich bomben können jetzt. Das passt. Firma, Rangliste, sind wir 11 Punkte hinter Valtteri Bottas. Haben noch 3 Rennen. Das wird wirklich, wirklich spannend. Ob wir das noch schaffen oder nicht. Ja, Verstappen wird nicht mehr eingreifen können. Der hat 40 Punkte Rückstand auf 40? 10? Ja, 40 Punkte Rückstand. Ja, wird lustig. Also theoretisch könnte es noch schaffen, Hamilton ist schon raus. Hamilton kann schon nicht mehr Weltmeister werden, also entweder jetzt Bottas oder Schumacher. Genau. Ansonsten haben wir hier eigentlich gut aufgetuned. Wir müssen jetzt nur schauen, dass wir halt die restlichen Millionen noch investieren, um am Ende einen neuen Fahrer zu kriegen. So, Aktivitäten haben wir jetzt natürlich auch noch einiges. Was haben wir denn hier? Oh, das ist natürlich nicht gut. Fangen wir mal hier an. Ja, den kann man mitnehmen. Die nehmen wir vorne mit. Die nehmen wir vorne mit. Einladungs-Event-Saisonpause. Okay, das passt. Das passt. Weiter. Wollen wir uns Ressourcenpunkte lieber dazu kriegen? 360. Jawohl. 1000 haben wir schon mal. Hubdämpfer ist fertig. Luftfilter ist fertig. Kann das sein? Ja, es fehlt nur noch die zwei großen Updates. Am 18. Oktober würden die kommen. Oh Mann, die müssen klappen. Die müssen klappen. Ich bin trotzdem überlegen, ob ich noch ein Update raushaue. Nein, wir müssen. Nee, überspringen und weiter. Jetzt haben wir wirklich 1360. Ah. Soll ich es wagen, nochmal ein Update zu machen? Ein einziges. Den Rest, müssen die restlichen Punkte müssen wir halt sparen jetzt wirklich. Besseres Chassis. Da wären wir eh schon an Mercedes vorbei. Ich bin mal so frei und gönn mir den. Das würde uns stärker machen als Ferrari, wenn wir das Update hinkriegen. Aktivitäten tun da wieder einiges frei. Machen wir mal die rein, machen wir ein bisschen Pause. Dann haben wir das Grand Prix Wochenende. Oh bitte, hau hin. Die neuen Teile sind aus der Fabrik. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Alter! Nummer 3! Wir sind besser als Red Bull! 8. November, schade, die werden aber noch vor den restlichen Rennen fertig. Alter, wir sind vor Red Bull, Freunde. Wir haben diesen Sprung geschafft, aber wir müssen trotzdem jetzt aufpassen. Wir dürfen nicht mehr so viel raushauen, weil wir jetzt sparen müssen. Natürlich können wir jetzt hier nochmal aufbessern. Ich bin mal so frei und hau hier nochmal ein Update raus, machen das voll 2, den Rest haben wir schon 2. Strapazierfähigkeit und Triebwerk lassen wir jetzt mal auf 1. Können wir updaten, wenn wir dann, wie gesagt, genug
Möglichkeiten haben. Die werden Geld dazu kriegen, das ist alles kein Problem. Jawohl. Auf geht's nach Mexiko. Und eigentlich müssten wir jetzt auch die erfahren, ob wir erstmal, ob es irgendwelche Neuerungen gibt, ob irgendwelche Fahrer zurücktreten, ob irgendwelche Fahrer aufhören. Und eigentlich müssten wir noch erfahren, was wir sichern müssen fürs nächste Mal. Also, auf geht's zum Rennwochenende nach Mexiko. Letztes Jahr von 5, 7 gestartet, glaube ich, und auf 10 zurückgefallen und am Ende ist man Vierter geworden. Das haben wir letztes Jahr wirklich nochmal ordentlich geliefert. Dieses Jahr müssen wir vor Bottas landen, wenn wir Weltmeister werden wollen. Wir müssen auf Teufel komm raus vor Bottas landen. Oh, es lädt lang. Das ist schon mal gut. Schon mal gut. Das heißt, wir bekommen wahrscheinlich eine Cut-Sequenz. Eine Movie-Sequenz. Nö. Jetzt bin ich enttäuscht, Freunde. Okay. Nachrichten. Wochenendvorschau. Jawohl. Oh, Qualifying im Regen. Willst du mich eigentlich verarschen? Okay. Auf geht's zum Training. Wie gesagt, ich spare jetzt halt wirklich viele Ressourcenpunkte, damit wir so schnell wie möglich viel sichern können für nächstes Jahr. Wie gesagt, die Schritte, die wir jetzt noch gemacht haben, waren die Schritte in die richtige Richtung. Nächstes Jahr wollen wir mit Danny Ricciardo noch mehr Schritte in die richtige Richtung machen. Wir werden Leclerc gehen lassen. Und später können wir Leclerc immer noch wieder zurückholen. Bin ich felsenfester Meinung. Genau, aber jetzt müssen wir erstmal schauen, wo unsere Reise hier hingeht. Ciudad de Mexico. Carl probably mentioned the new parts that have come in from the factory. Well, they're all fitted and good to go. I hope they do the trick. Okay, your goal is to get through as many corner gates as quickly and precisely as possible. Remember to activate your DRS in the DRS zone as well. Wir kennen das Prozedere, Jeff. Ist uns nichts Neues. Zone is coming up. Get ready to open it. Distance is on your MFD. Okay. Weiß nicht, warum das ist rot, wa? Diese Austin-Passagen. Aber die sind mit dem Controller machbarer als Austin. Okay, wie gesagt, bisher nur lila. Dann hoffe ich, dass diese zwei Kurven dort nicht zu viel Abzug geben. Perfekt. So. Zurück in die Garage. Das Qualifying Camper noch zu fahren. Und da werden wir dann gleich mal schauen, wo wir dann natürlich stehen. Wir werden nächstes auf jeden Fall einen Change in der Nummer haben. Estimated the times our closest rivals will be doing, so that's what we need to beat.
bin übrigens sehr zuversichtlich, dass uns das gelingen sollte. Noch höheres Fett können wir nicht. Und im Qualifying haben wir die Max-Einstellung. Wir waren letztes Jahr schon relativ langsam auf den Geraden hier. Das weiß ich sogar noch relativ genau, dass wir letztes Jahr schon sehr langsam waren auf den Geraden. Dass wir jetzt unheimlich schwer getan haben, an Autos ranzukommen, die vor uns waren. Und die ein bisschen schneller waren als wir. Aber in den Kurven sind und bleiben wir eins der besten Autos. Und das kann man uns nicht nehmen. Schauen wir mal an, wie wir uns jetzt hier in Verstappen ransaugen. Die, by the way, nicht mehr so viel besser sind als wir, diese Ferraris. Und es ist eigentlich wieder eine Frechheit, wie Verstappen uns hier blockt. Der fährt nicht volles Tempo. Gibt uns aber auch nicht die Möglichkeit, volles Tempo zu geben. Das ist halt schon ärgerlich. So. Perfektes Bilderszenario mit Verstappen fürs Training. Gleich auf. Wir sind gleich auf mit den Herren hier. Zurück in die Garage. So. Und das war es eigentlich schon noch mit der heutigen Folge. Wir schauen jetzt noch an, wer da noch mithalten kann. Verstappen schon mal nicht. Leclerc. Ui. Bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Dominieren die BRS wieder das erste Training? Das hatten wir in Singapur schon. Dass beide auf 1 und 2 sind. Jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten an. Schumacher, Leclerc und Max Verstappen. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Jo, morgen im Qualifying dann. Bei Regen, by the way, also das wird auch spannend. Wie gesagt, ganz wichtig ist, dass wir eben vor Bottas landen. Vielleicht kriegt Bottas auch mal eine Strafversetzung. Es wäre ja möglich. Es wäre ja möglich. Was wir immer noch nicht gesehen haben, ist ein Safety Car, by the way. Fehlt immer noch. Fehlt immer noch. So, dann simulieren wir mal das rechtliche Bottom. Lass mich kurz gucken. Wir sind auf jeden Fall schon mal, ja, wir sind fast dran an Ferrari. Ein Update noch und wir sind gleich stark mit Ferrari. Muss man uns jetzt schon loben. Wir haben uns wirklich nach oben gekämpft dieses Jahr. Und dass wir jetzt um den Titel mitfahren, ist, wie gesagt, begründet. Ist begründet. Aber nicht so, wollen wir von Anfang an angreifen. Ah, das weiß ich noch, bei Bottas in Australien, Alter, unschlagbar. Der war so schnell, der Kerl. Wahnsinn.
Also das war echt krass, das war echt krass. So, 900 Punkte sammeln wir da tatsächlich nochmal ein. Ist ja gut, ist ja alles gut für nächstes Mal. Wir müssen wahrscheinlich sowieso so viele Komponenten schützen wie möglich. Und das ist gut, wenn wir da möglichst viele Punkte haben, ist klar. So. Na dann schauen wir mal. Na dann schauen wir mal. Regen. Auf Wiedersehen. Ciao, mein V. Wir sehen uns morgen zum Blitzqualifying hier im Regen wieder.